Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Der neue Kreiskönig heißt Sebastian Wiepen und kommt aus Meerhof. Mit dem 114. Schuss holte der 47-Jährige den Vogel von der Stange. Große Begeisterung auch bei Ehefrau Astrid und dem Hofstaat. Gleich mal was zur Gefühlslage der Königin. Wie fühlt sich die Kreiskönigin denn jetzt? Ohne Wort. Alles gut. Aber Sie wurden vorher gefragt oder war es jetzt überraschend? Nein, ich war voll eingeweiht. Der ganze Ort steht hinter uns, ist alles gut. Zuvor hatte sich Sebastian Wiepen mit Markus Siebers aus Hakenbeck, einen der ersten Gratulanten hier, einen spannenden Wettkampf geliefert. Also die Frauen stehen ja dann immer im Fokus, was die Kleiderwahl angeht. Das habt ihr schon mal ein Kleid hier ausgesucht und das wundervoll präsentiert, aber nächstes Jahr, da erwarten wir natürlich dann noch mehr. Kriegt ihr. Ja. Das heißt, ja, versprochen. Versprochen. Ja. Wer von euch übernimmt jetzt die Regie? Wer sagt hier so, wir gehen in die Richtung, der ist Farbe? Alle zusammen. Das hat beim ersten Mal auch sehr gut geklappt. Wir sind jetzt immer alle einig und einig. Ja. Keinen Sieg bei uns. Aber was ist denn so toll daran, was ist denn so toll daran, Kreishofstaat zu sein? Super Haufen waren, genau. Und weil wir so zusammengehalten haben und wir haben jetzt so 4 Jahre quasi jetzt gefühlt gefeiert. Beim Schießen um die begehrten Insignien war zunächst Markus Siebers aus Hakenberg mit der Krone erfolgreich. Philipp Kampmeier aus Kleineberg durfte sich über seine Trophäe, dem Apfel, freuen. Und Felix Heinrichsmeier aus Hörste holte das Zepter von der Stange. Mehrere tausend Zuschauer verfolgten diesen spannenden Wettstreit um die Königswürde des Schützenkreises Büren. Ein ausführlicher Bericht vom Vogelschießen folgt. Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.